Hallo, meine Lieben, hier bin ich wieder, eure Tina. Ja, ich habe schon mal ein paar Orakelkarten springen lassen. Wir sind hier wieder in der 72-Stunden-Legung ab Montag, dem, was haben wir denn eigentlich? 25. Ich glaube ja, 25. August. Mensch, wie die Zeit rennt, ist unglaublich. Wir werden aber natürlich hier auch noch ein paar Karten springen lassen, die ich dann auch noch in der Tiefe kläre, damit die Legung aber nicht allzu lang für dich wird. Habe ich, wie gesagt, schon mal ein paar Orakelkarten springen lassen, um hier reinzufühlen. So, was haben wir da? Da haben wir hier erstmal Licht. So, Sternenwesen, Heilungscodes. Wichtige Informationen warten auf dich in den kommenden Stunden oder Tagen. Es könnte hier um eine Thematik gehen, wo vielleicht irgendetwas unklar ist, wo etwas geklärt werden muss. Manch einer hat vielleicht mit der Gesundheit zu tun. Ich habe hier Energien, die darauf hindeuten, dass es hier vielleicht auch einen Schmerz oder eine Enttäuschung geben könnte. Wir haben hier nämlich unter anderem auch die Wespe mit. Manchmal zeigt uns das Leben seinen Stachel. Und es kann sein, dass du das in der Vergangenheit schon erlebt hast, dass das jetzt kein neues Thema ist, sondern irgendetwas Altes. Wir sind ja auch noch in der Rückläufigkeit von Merkur und der holt halt mitunter Thematiken aus der Vergangenheit hervor. Diese Wunden, die wollen jetzt geheilt werden. Es geht darum, auch wieder, dass du in deine vollkommene Kraft kommst, dass du wieder dich in dir zu Hause fühlst, dass du dein Leben nach deiner wahren Kraft auch leben kannst. Wir haben hier nämlich zweimal Hinweise mit den Human Design Karten auf dein Sakralzentrum. Da geht es um deine Lebenskraft. Lebe endlich das Leben, für das du gemeint bist. Du bist ja nicht hier, um ständig deine Schmerzpunkte immer wieder zum Leben zu erwecken und zu nähren. Auch diese Energie haben wir hier. Sondern dein Leben zu genießen, Freude und Spaß zu haben. Mach es aus Freude oder lass es. Also darum geht es. Ja, wir haben ja auch bei den I Ching-Karten, die habe ich jetzt wieder springen lassen. Wer das letzte Mal geschaut hat, hat gesehen, dass ich die da auch schon verwendet habe. Das sind die Karten von Paulo Bryan. Und das I Ching bietet quasi so, das sind so, ja, ja, wie nennt man die? Chinesische, warte mal, ich gucke nochmal rein hier, wie ich das, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Chinesisches Orakel für Lebensentscheidungen nennen die sich, ne? So, also, wir haben hier eine Energie von, dass etwas, es geht darum, etwas zu nähren und vor allem, was du nährst. Ja, stell dir vor, dein Leben wäre ein Kessel buntes. Ja, der ein oder andere kennt es wahrscheinlich noch. Und was soll denn da drinne jetzt köcheln? Welche Suppe kochst du dir da so heute? Ist das was Schmackhaftes oder ja, haust du dir immer wieder Dinge rein, die eigentlich nicht bekömmlich sind, ja? Und hier gilt es jetzt, dir auch eine neue Geschichte zu schreiben. Ja, schreibe deine Geschichte neu, lebe deine Wahrheit. Mit der Karte Rückgang habe ich hier so eine Energie von einem Berg, um den ein Wasser drumherum fließt, ja, oben der Berg, unten der See. Und das heißt, wenn sich hier etwas für dich wie eine Mammutaufgabe anfühlt, ja, eine nicht überwindbarer Schmerz, eine Wunde, die quasi sich wie tief eingebrannt hat, ja, eine große Hürde, Blockade oder eine Angst in dir, dann versuch sie einfach nicht zu bekämpfen, ja, sondern nimm sie an und sag, okay, sie ist da, ja, und schlingel dich quasi geschickt drumherum, nimm dich quasi zurück. Vielleicht musst du dich auch aus einem bestimmten Umfeld zurückziehen oder aus einer Gewohnheit rausziehen. So eine Energie habe ich hier auch, dass manch einer vielleicht aufgefordert ist, nochmal zu schauen, mit wem umgebe ich mich, in welchem Umfeld be bewege ich mich, ich mich. Hier haben wir nämlich noch Themen der Schuld. Und darum geht es, hier in die Unschuld zu kommen. Ja, also als Outcome hast du hier die Unschuld und die Folgen. Manch einer ist vielleicht auch recht unbedarft und versucht auch immer anderen zu helfen und merkt gar nicht, dass er sich dabei regelrecht verausgabt, anderen zu viel Verantwortung abnimmt und dabei seine eigene Lebenskraft hier verliert und auch die Freude und den Spaß, ja, weil du bist ja nicht aus deiner eigenen Motivation da engagiert, sondern ja, weil du vielleicht siehst, was da falsch läuft und du denkst so, ich kann das jetzt viel schneller oder du bist der Meinung, du müsstest jetzt da irgendwie jemanden helfen, weil es dem vielleicht schlecht geht.
Bitte achte jetzt hier ganz stark darauf, dass du nicht in deinen Minusbereich gehst, ja, dass du deine Kraft nicht verschwendest, deine Ressourcen nicht verschwendest, sondern nimm dich vielleicht da ein Stückchen zurück, wo du merkst, ist jetzt eigentlich gar nicht meine Baustelle. Damit muss ich mich gar nicht beschäftigen. Ne? Das könnte dir helfen. Alles hat quasi sowas wie. Wir haben so eine Energie von Ursache und Wirkung. Also wenn jetzt Dinge passieren, wo du sagst, das ist ja eigentlich traurig oder ist ja nicht schön, dass das alles so passiert, dass du da mit schweren Gedanken rangegangen bist, dann vertraue, dass egal, ob es jetzt so um deine Geschichte geht oder um die eines Gegenübers oder einer Person in deinem Umfeld, kann ja auch ein Familienangehöriger sein, ja, dann hat das alles seine Richtigkeit, auch wenn wir es aus unserer menschlichen Perspektive mitunter nicht sehen können. Und in dem Moment, wo du das für dich erkennst, kannst du das halt auch in die Heilung bringen, ne? In die Akzeptanz und in die Heilung bringen und gibst auch der Person wieder seine Lebenskraft, dass er quasi die Gunst erhält, aus seiner eigenen Kraft heraus seine Probleme anzugehen. Ja, das bringt gar nichts, wenn du das für den machst, weil das ist dann so ein Entkräften. Also erstmal raubt es dir Kraft, weil du dich um Dinge kümmerst, die gar nicht deine Baustelle sind. Das ist ja eine Last. Und für den anderen ist es so, dass du den anderen entkräftigst, nee, entkräftest, so, weil du ihm quasi, wie soll ich sagen, absprichst, dass er das selber kann. Also du glaubst nicht an ihn, ja, du gibst ihm nicht die Energie, ich vertraue in dich, dass du deine Baustellen selber bearbeiten kannst. Ja, das bringt dann ein Ungleichgewicht in den Beziehungen. Hier geht es wirklich auch ganz stark um Beziehungen gerade. Und da wieder eine Harmonie reinzubringen und zu gucken, was gehört zu mir, wo bin ich zu Hause. Wir haben hier auch die Gunst zu liegen. Du bekommst jetzt hier eine Gunst, auch in deinem Leben eine Angewohnheit vielleicht zu verändern, etwa eine Chance, dein Leben zu. Also, ich lese dir mal vor. Wir haben hier Rebirth. Das ist die Erneuerung, die Wiedergeburt. Ein neues Leben wartet hier auf dich. You are being given a chance to renew your life. Also, dir wird quasi jetzt eine Chance gegeben, dein Leben zu erneuern. Was gehört zu dir? Das sind natürlich Gewohnheiten, Gedanken. Sowas in der Richtung und halt auch alles andere, dein Umfeld, ja. So, und hier haben wir neue Erfahrungen in deinem Leben zulassen. Achso, neue Erfahrungen in seinem Leben zulassen erfordert große Kraft. Wir haben ja auch die Krabbe drauf, blaue Krabbe. Und das ist ja im Grunde die Energie des Krebses. Ne? Da geht es ja auch um Familie, um Traditionen. Und auch dieses Thema führt sich hier wirklich wie ein roter Faden fort. Denn das hatten wir in den letzten Legungen auch schon. Ne? Diese Energie von Rückzug, ja, so nochmal in sich gehen, so diese Jungfrau-Energie. Würde mich nicht wundern, wenn die sich jetzt hier auch in den Karten zeigt. Nochmal sich mit sich und seiner Intuition zu verbinden und reinzuhorchen. Was ist denn meine Wahrheit? Ja, also du bekommst jetzt hier auch Unterstützung, quasi auch durch ein Tor zu gehen, die Wahrheit zu erkennen, deiner Situation zu erkennen und daraus quasi dich energetisch zu reinigen. Vielleicht magst du mal so eine energetische Reinigung machen, falls du nicht weißt, wie. Da findest du bestimmt eine Meditation, zum Beispiel eine geführte Meditation auf YouTube. Oder jemanden, der so ein Clearing macht, ja, falls du da mal einen Kontakt haben möchtest, kannst du mich gerne mal auch anschreiben. Ja, muss ich mal gucken, wie wir das jetzt machen. Dann kann ich dir auch einen Kontakt weitergeben. So, jetzt wollen wir mal schauen. Die kommenden 72 Stunden, heute sind es wieder 72 Stunden, wie gehabt. Was sind die Energien für, sagen wir mal, Montag? Ne? Wir machen jetzt Montag. Kann natürlich sein, dass das jetzt für jeden einzelnen Tag eine Botschaft ist. Kann aber auch sein, dass das eine Botschaft ist, die so ineinander greift. Ja? Dass das quasi eine Thematik ist, die sich über die kommenden Tage hinzieht. Du schaust mal auf deine Situation und pickst dir einfach die Blümchen raus, die dir gefallen, okay? Aus dem bunten Strauß. So, jetzt Montag. Vierer-Energie, die Vier der Münzen. Hier geht es um Rückzug. Ja? Sich und seine Ressourcen schützen, das ist deine Energie, deine Zeit, deine Kraft halt auch, ja, und auch deine Finanzen. Da geht es auch darum, sich gesund abzugrenzen, zu gucken, was tut mir noch gut und was tut mir nicht gut. Wir haben ja auch die Othala abgebildet, das ist die Rune der Familie und des Bündnisses.
Da geht es auch um Ahnen, Themen der Ahnen und dass du für dich halt auch herausfindest, okay, was gibt mir Stabilität, was gehört wirklich zu mir und was nicht. Ne? Es geht auch darum, hier in seinem Leben ein grundsolides Fundament aufzubauen. Das ist auch das Zuhause mit den vier der Münzen. Ne? Münzenergie ist ja immer das Materielle auch. Kann auch darum gehen, dass man hier die Einnahmen und die Ausgaben überprüft und da vielleicht ein bisschen sparsamer mit den Ressourcen umgehen sollte. Wir haben ja unterm Kartendeck die zwei der Kelche. Siehst du, habe ich ja gesagt, da geht es auch stark um Partnerschaften. Vielleicht werden jetzt hier Entscheidungen getroffen bezüglich deines Zuhauses oder einer Partnerschaft, eines Bündnisses. Das kann ja auch ein Vertrag sein, bezüglich einer Wohnung zum Beispiel, ja? Darunter haben wir die Neun der Schwerter. Da hat einer Kopfschmerzen und Sorgen. Warum? Königin der Schwerter deutet auf eine Person hin, die recht unterkühlt ist, die einen kühlen Kopf bewahren muss, die so Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist, die allerdings auch Klarheit reinbringt. Klärende Gespräche oder dass du dir der Dinge klar wirst, was du in Zukunft möchtest. Denn sie ist sehr zukunftsorientiert auch, ja? Oder weint jemand? Und da haben wir hier die Welt und die Welt deutet hier auf einen Abschluss hin. Einen Abschluss eines Zyklus. Vielleicht, dass du hier einen Wirkungskreis hinter dir lässt, in einen neuen übergehst, dass du mit etwas, was dir vielleicht hier Sorgen und Kummer macht, hier etwas beendest. Da bin ich gespannt, was du mir schreibst. Muss jetzt nicht immer sein, dass man direkt eine Beziehung beendet. Ne? Das kann einfach auch sein, wir haben hier drunter den Teufel, dass das Süchte sind, dass das Abhängigkeiten sind, irgendetwas, was einfach nicht gesund ist. Ja? Das können auch toxische Gedanken sein, weil wir hier so die Königin der Schwerter haben. Haben wir da noch einen Hinweis? Und darunter wieder die Vierer-Energie, die Vier der Schwerter, was hier auch auf einen Heilungsprozess hindeutet und auch Themen des Zuhauses, auch der deiner Ursprungsfamilie steckt hier drin, ja? Themen der Ursprungsfamilie, also etwas, was du vielleicht schon von zu Hause mitbekommen hast, was dich geprägt hat und Wunden hinterlassen hat. Das wirst du jetzt sicherlich persönlich besser wissen. Schauen wir mal, was wir hier noch zu wissen dürfen. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? So, da haben wir hier eine Illusion. Ja, das sind so Illusionen, Träume, Wünsche. Aber ich glaube, dass dir hier klar wird, vielleicht ist das auch so ein Gefühl von Zerrissenheit oder Verwirrung. Unterm Kartendeck haben wir die 8 der Münzen, was eigentlich eine Karte ist, die auf Arbeit hindeutet. Ich nehme es aber so wahr, dass es hier etwas gibt, an was du hart zu knabbern hast. Ja? Also hier, das nimmt dich in Beschlag. Du hast hier mit etwas zu tun, was dich in einer gewissen Verwirrung hält. So habe ich das Gefühl. Königin der Stäbe ist Feuerzeichen. Da haben wir Widder, Löwe, Schütze im Angebot. Ja? Ja, vielleicht hast du es mit so einer Person zu tun. Darunter zeigt sich tatsächlich die Kraft, ne? Deine Lebenskraft. Vielleicht musst du hier klare Worte sprechen, was du wirklich willst. Königin der Stäbe ist ja sehr durchsetzungskräftig und die Löwe-Energie kommt hier auch noch mit rein. Also eine starke Durchsetzungskraft könnte hier angesprochen sein. Oder was gibt dir Kraft oder was raubt dir Kraft? Denn darunter haben wir hier die Vier der Schwerter, die eben auch auf diese Energie hindeutet, von was wir hier schon hatten, eben Pause machen, sich ausruhen, wieder heilen, ja, etwas heilen. Wo führt das Ganze hin? Wo führen die vier der Münzen hin? Also dieser Rückzug, ja? Wo führt der Rückzug jetzt für dich hin in dieser Phase? Wofür ist der gut? Ja, da haben wir hier die 6 der Münzen. Hier kommt etwas wieder in den Einklang, in den Ausgleich. Wenn es um Finanzen geht, ne, könnte es sein, dass deine Finanzen sich wieder erholen oder dass du hier einen Ausgleich bekommst oder einfach selber wieder in den Einklang kommst. Da haben wir noch die Hohepriesterin, die spricht von deiner Intuition. Also quasi in deinem Inneren auch wieder ins Gleichgewicht zu kommen, spirituell auch ins Gleichgewicht zu kommen, könnte hier Thema sein. Vielleicht ist es angezeigt für dich, mal eine Meditation zu machen, dich wirklich mit deiner inneren Stimme auseinanderzusetzen. Was dürfen wir denn zu den vier der Münzen hier noch wissen? Nehmen wir mal die Lennys noch dazu. Welche Botschaft haben die vier der Münzen noch? Ja, siehst du, da zeigst du dich hier selber ins Kartendeck. Es geht um dich und deine Energie. Wir dazu noch mehr wissen zu den vier der Münzen. Warum die vier der Münzen?
Der Mond spricht von Zyklen, von Wiederholungen und auch von Abschlüssen. Ja, also ein Mondzyklus, vielleicht stellt das dir so die Aufgabe oder die Frage, was wiederholt sich immer wieder in deinem Leben? Oder du möchtest hier etwas in den Erfolg bringen, denn der Kessel spricht auch von Erfolg. Ich führe gerade rein. Mond spricht natürlich auch von Sehnsüchten, Träumen, die Nachtwelt, das Emotionale, die Intuition, die wir hier ja auch mit der Hohepriesterin haben. Ne, nachts sind die Sinne immer sehr viel schärfer. Also du hast eine starke Intuition. Du lass dich von deiner inneren Stimme führen, die wird dich hier weisen. Vielleicht geht es jetzt wirklich so ein bisschen, sich mehr von dem Außen abzugrenzen. Unterm Kardeck zeigt sich der Schlüssel und der deutet auf eine Befreiung, auf einen Abschluss, abschließen. Ne? Mit einem Schlüssel kann man etwas eröffnen oder etwas abschließen. Aber mir kommt der Käfig hier so stark. Es geht darum, sich auch aus irgendetwas zu befreien. Da haben wir nämlich den Turm. Das ist so eine ganz ähnliche Energie. Ne? Das ist ja diese Energie von, ja, sich zurückziehen, aber auch der Turm kann eben für sowas Bedeutsames hindeuten. Vielleicht ist es aber eben, ach, jetzt kommt es mir auch, der Schlüssel für ein Haus kommt mir hier auf, weil wir haben ja das Thema des Zuhauses und hier könnte ein Erfolg angezeigt sein. Vielleicht bekommst du sowas wie eine Gunst hier, eine Unterstützung, das könnte auch sein. Also vertraue. Die Hohepriesterin sagt auch vertraue. Vielleicht ist das auch ein Amt oder eine Behörde oder eine große Firma, die dir hier eine Lösung bringt. Das ist ja spannend. Und da könnte eine männliche Person eine frohe Botschaft für dich haben. Eine Unterstützung. Eine glückliche Fügung. Oh, jetzt wird es ja richtig spannend. Na dann, lass mich mal wissen. Da bin ich ja gespannt, was du mir erzählst. Ja? Okay, also vertraue, wenn du hier ein Thema hast bezüglich deines Zuhauses oder deiner Finanzen, deiner Ressourcen. Da wird etwas in den Erfolg gehen. Da kannst du etwas gut abschließen und wieder in den Einklang bringen. Und achte mal auf deine Träume auch. So, am Dienstag. Was haben wir denn am Dienstag? Am Dienstag, was haben wir hier für eine Energie? Der Page der Münzen, der deutet auf eine Möglichkeit hin, eine berufliche oder eine finanzielle Möglichkeit. Ansonsten einfach auf einen neuen Weg, etwas, was dir sehr wertvoll sein kann. Das ist einfach so der Lehrling, ja, der für sich mit Dingen auseinandersetzt, die ihm später, also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt etwas Neues lernst, etwas Neues beginnst, was du später gewinnbringend einbringen kannst. Sowas in der Art. Kann auch eine Nachricht sein, die sehr wertvoll ist für dich. Auf jeden Fall ist es etwas ganz Neues, ne? Der Page deutet immer auf einen neuen Zyklus, auf eine neue Thematik hin, eine neue Begegnung. Unterm Kartendeck zeigt sich die 5 der Münzen. Etwas, wo du bisher im Mangel warst. Und hier zeigt sich wieder ein Schlüssel. Eine Lösung. Also das könnte zum Beispiel eine Lösung sein, die man dir hier gibt, die dich sehr glücklich macht. 4 der Stäbe. Hier hat man Grund zum Feiern. Es könnte hier mit Freunden etwas zu tun haben, mit einem, ja, einem Höhepunkt einer Angelegenheit. Etwas, was hier wieder in die Stabilität kommt. Grund zum Feiern, Grund zum Anstoßen, ein Vertrag. Und da haben wir darunter auch die Karte von Neugeburt, also die, die wir hier auch schon haben. Etwas soll jetzt in eine Veränderung kommen. Und das hat etwas mit dem Thema zu tun, wo du bisher im Mangel warst, wo dir bisher etwas gefehlt hat. Entweder hast du jemanden vermisst oder dir haben Finanzen gefehlt oder deine Gesundheit war nicht so toppi. Also irgendetwas Materielles, Irdisches war hier nicht ganz auf der Höhe. Und Ritter der Münzen deutet auf Langzeitprojekte hin. Und den hatten wir in der letzten Legung auch schon, kann ich mich erinnern. Da hat er sich auch schon gezeigt. Schauen wir mal, was wir hier noch zu den Karten wissen dürfen. Wo kommst du her? Oh, bop. Und wieder die 4 der Stäbe. Ja, auch sehr interessant. Das war jetzt aber hier irgendwie so ein Ausrutscher. Moment, nochmal. Eine Klärung bitte zu dem Page der Münzen. Wo kommst du her? Wo kommst du her?
Chance oder Münzen. Eine Chance. Dir wird eine Chance gereicht, dein Leben zu erneuern. Und da zeigt sich wieder diese Karte der Acht der Münzen, wo ich gesagt habe, hier arbeitest du an etwas oder hast hart an etwas zu knabbern. Vielleicht geht es ja auch um deine Arbeit. Das musst du mal für dich hier jetzt herausfinden. Hier haben wir den König der Schwerter, der deutet auf Kommunikation hin, auf Themen, die mit Kommunikation, Internet, Austausch oder einer Person zu tun hat, die recht unterkühlt ist, die vielleicht ein bisschen distanziert ist, die eher so auf Zahlen, Daten, Fakten aus ist oder eben nicht so emotional mit dir verbunden ist. Ja, das könnte ein Chef sein zum Beispiel, eine Möglichkeit bezüglich der Arbeit von einem Chef. Sowas kommt mir hier. Könnte auch ein Luftzeichen sein. Ja, da ist Wassermann, Waage oder Zwillinge. Ne? Und darunter der Magier, der auch auf Arbeit hindeutet. Der Magier, der schafft immer das Unmögliche möglich zu machen. Der gibt dir alle Tools an die Hand, dass du die Dinge auch gut wuppen kannst und in die Veränderung bringen kannst. Also da kannst du dich gut drauf verlassen. Vielleicht bringt auch der König der Schwerter hier das Potenzial mit, jetzt etwas in die Manifestation zu bringen. Etwas wirklich sichtbar zu machen, damit du dich hier durchsetzt, damit du hier vielleicht eine Hürde überwindest, deinen Willen durchsetzen kannst, vielleicht mehrere Möglichkeiten, die sich jetzt hier zeigen. Oder es ist so, dass du hier mit einer Energie zu tun hast, weil mit zweimal die Dreier-Energie ist auch sehr spannend. Dass hier vielleicht, wir haben ja dieses mit dem Stachel lernen. Manchmal zeigt uns das Leben seinen Stachel. Ich führe gerade mal rein. Uppala, warum wollte die denn jetzt raus? Die ist jetzt mir hier rausgehüpft. Das ist ja auch so dieses Durchsetzen gegenüber Konkurrenz. Und darunter die drei der Schwerter deutet darauf hin, dass es vielleicht da zu einer Enttäuschung kommen könnte. Vielleicht kannst du dich nicht so durchsetzen gegenüber der Konkurrenz. Vielleicht fehlen dir noch gewisse Fähigkeiten, weil hier ist jemand so ein bisschen unbeholfen. Ne? Der hat hier einen Stiefel, der hat da so einen Schuh an, der ist noch nicht so richtig ausgereift. Aber hier soll wirklich etwas in die Manifestation kommen. Und dazu gilt es hier, sich nochmal neu auszurichten. Und hier zeigt sich der Hierophant. Das finde ich ja spannend. Der Hierophant ist ja die geistige Welt. Das ist der Geistige. Hier das Pendant zur Hohepriesterin. Der kann auf Schutz und Segen hindeuten oder eben diese Gunst, das ist wie eine Gnade, ja, dass du Unterstützung bekommst. Schau mal, darunter der Tod mit dieser, also die Energie, die wir auch schon in dem anderen Kartendeck hatten, ne, die Skorpionenergie, diese starke transformatorische, verändernde Energie, ein altes Sein abstreifen. Also die geistige Welt ist hier ganz arg an deiner Seite, bringt dir hier Lösungen, dass du hier etwas Altes abstreifen kannst und in eine Unschuld kommst. Hier haben wir die Sonne mit dem Kind drauf. Das ist diese Energie von Unschuld, von einem Neuanfang. Das ist so dieses neue, unbedarfte, dieses, wie soll ich sagen, wie ein Kind, spielerisch, kreativ zu sein, in der Freude zu sein, ja, den Dingen, einfach die Dinge zu tun, die dir Freude bereiten. Und das ist halt auch so der kleine Narr, der nach einer schweren Phase jetzt von vorne anfängt und wieder in seine Kraft kommt, ja, das ist auch die Lebenskraft, die pure Lebenskraft. Also eine positive Entwicklung, die hier ansteht, eine absolute Neugeburt, die von oben geführt ist. Ja, der Hierophant, der führt dich hier durch. Da kommt etwas auf dich zu. Also sei da nicht traurig, wenn es da irgendwelche Hindernisse oder Hürden gibt. Du bekommst hier tatsächlich eine wahnsinnige, ne, der Magier ist eine starke Energie. Das ist wirklich keine Kleinigkeit. Der Magier hat die Fähigkeiten, alles zu verändern, was verändert werden muss oder in die Sichtbarkeit zu bringen. Schauen wir mal, was wir hier noch zu wissen dürfen zum Page der Münzen. Da haben wir den Ritter der Schwerter. Das ist so diese Energie, die ich hier oben wahrnehme mit dem Sternwesen Heilungscodes. Und zwar geht es hier darum, Dinge zu klären.
Eine energetische Reinigung, eine Klärung, vielleicht auch in Form von einem Gespräch, dass du dich durch ein Gespräch mit jemandem befreien kannst von etwas. Kann auch auf eine Strategie hindeuten, einen Plan. Jetzt weißt du, was zu tun ist, dass du jetzt eine Möglichkeit siehst, dich hier aus etwas vielleicht zu befreien, was dir vielleicht viel Arbeit auch gemacht hat. Und im Kardeck zeigt sich hier wieder der Teufel. Kann auf Berufung, Karriere hindeuten, ne? 10. Haus, Steinbock-Energie. Aber kann auch eben, wie gesagt, auf diese Gewohnheiten hindeuten, die ich schon mal angesprochen habe, die dir nicht zuträglich sind, von denen du dich jetzt befreist. Und das hat hier vielleicht was mit der Familie zu tun oder Traditionen, Themen der Tradition, wo du jetzt hier mit den drei der Münzen eine neue Herangehensweise lernst, einen neuen Umgang damit lernst, da in dem Bereich dein Wissen vielleicht auch vertiefst. Ja, das haben wir hier. Und das vielleicht ist hier der Vertrag, das Bündnis oder das neue Commitment, das die neue Ebene, die du hier dann auch gleichzeitig im Partnerschaftlichen findest. Weil du Themen aus der Familie heilst, kannst du auch Themen in der Beziehung heilen. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Wo führt das Ganze hin? Der Page der Münzen, wo führt er dich hin? Also der Münzen. Vielleicht lernst du etwas kennen. Vielleicht lernst du eine neue Technik kennen oder ja, siehst du, da hast du es. Der Tod. Das ist diese Wiedergeburt. Hier, Rebirth. You are being given a chance. Du bekommst jetzt eine Chance, um dein Leben zu erneuern. Da möchte ich ja gerne mal mehr wissen. Wie zeigt sich das denn bei dir in den kommenden 72 Stunden? Wie zeigt sich der Page der Münzen? Da haben wir hier auch wieder die Energie von Ritter der Schwerter, eine Strategie. Kann aber natürlich auch darauf hindeuten, dass es etwas gibt, wo du vielleicht bisher mit Misstrauen zu tun hast. Vielleicht gibt es ein Thema des Misstrauens, an dem du zu knabbern hattest, und am Kardeck zeigt sich die Schlange, was jetzt geheilt werden darf. Denn diese Energie von Heilung spüre ich hier ganz, ganz arg. Auch wenn wir jetzt hier keine Karten dazu zu liegen haben, aber ich spüre das. Was dürfen wir noch dazu wissen? Zu dem Page der Münzen. Da siehst du, da findet eine Kommunikation statt. Hol dir ruhig Rat, wenn du ein Gefühl hast, ich habe hier ein Thema, eine Gewohnheit oder eine Beziehung in irgendetwas, was mir nicht gut tut oder was ich bereinigen möchte, was ich heilen möchte, dann such dir wirklich Rat von einem Mentor, einem Therapeuten oder vielleicht jemand, der sich einfach besser auskennt in dem Gebiet, ja, in dem Gebiet, um was es hier bei dir halt geht. Das kann ja sehr individuell sein, da möchte ich mich jetzt nicht hier so festlegen, ist eine allgemeine Legung. Das heißt, du schaust bitte mal auf deine Situation, ob es hier um Finanzen geht, um das Berufliche, um Themen deiner Weiterentwicklung, also was auch immer es ist. Du brauchst hier einen Plan, du brauchst hier wirklich einen guten Plan, den du dann verfolgst. Und dazu könnte dir hier jemand beiseite stehen, der sich einfach in dem Bereich besser auskennt. Ja, das ist einfach die Message. Und damit kommst du hier in diese frische, neue, unschuldige, naja, unschuldig hört sich so ein bisschen komisch an, als ob man für etwas schuld wäre. Ja, das nicht. Aber vielleicht kannst du dich auch tatsächlich von einer gedachten Schuld befreien. Vielleicht hast du das Gefühl, du wärest für irgendetwas verantwortlich. Aber der Fuchs, der sagt ja auch, dass hier irgendwas falsch läuft. Hier war irgendwas falsch, hier war irgendwas nicht richtig. Vielleicht warst du nicht am richtigen Platz oder du hast irgendwie, war die Herangehensweise vielleicht nicht richtig, weil du aus einer alten Gewohnheit vielleicht da so agiert hast. Und jetzt lernst du etwas Neues. Page der Münzen ist so der Lehrling, ja, da lernst du etwas Neues. So, jetzt möchte ich aber gerne noch für Mittwoch eine Botschaft. Was ist Mittwoch? Was zeigt sich hier Mittwoch? Der Magier. Ja, wer hätte das denn gedacht? Der Magier, den hatten wir ja eben, ne? Also, Magier hat das Zeug dazu, mit Fokus und Beharrlichkeit die Dinge auch in die Sichtbarkeit zu bringen, die du jetzt hier bearbeitest, wo du wirklich mit Ausdauer und Geduld dabei bist. Ich sehe auch, dass der ein oder andere hier wirklich in so einer Übergangsphase ist. Du bist quasi noch mit dem einen Bein so in dem alten und mit dem anderen Bein schon in dem neuen und du bist noch in keinem Zustand so richtig
zu Hause. Also in dem alten nicht mehr, weil das ja weg ist und in dem neuen auch noch nicht so richtig angekommen. Ne? Dieses Gefühl von zu Hause fehlt dir vielleicht hier noch, das hatten wir hier vorne schon. So, hier haben wir jetzt auch einen Hinweis auf Arbeit. König der Münzen und der Magier sprechen beide von Ärmel hochkrempeln, anpacken. Das ist der regelmäßige Broterwerb quasi, also dein Job, kann auch dein Chef sein, eine Person, die sich einfach in einem Bereich vielleicht auch gut auskennt. Also hier jemand, der schon klug und weise ist, ein Leitwolf sozusagen, ja. Vielleicht hast du es auch mit einem Anwalt zu tun oder weiß ich nicht, worum es in deiner Thematik geht. Auf jeden Fall kann jetzt hier etwas wirklich umgesetzt werden und in die Transformation kommen. Das Schicksalsrad mit dem König der Münzen, das könnte eine positive Wende in deinem Berufsleben oder in deinen Finanzen bringen. Sechs der Kelche deutet hier auf etwas hin, was jetzt reif ist oder was aus der Vergangenheit kommt. Ja, vielleicht mit einem, dass du eine Thematik abschließen kannst aus der Vergangenheit und daraus kommt jetzt hier ja, eine positive Entwicklung. 10 der Stäbe sagt auch das Ende einer schweren Phase. Du hast dir vielleicht viel Arbeit in etwas hineingesetzt und kannst jetzt die harte, nicht die harte, sondern kannst jetzt die Ernte genießen. Ja, das in die Energie von genießen haben wir hier auch drin. Jemand, ne, der König der Münzen. Hier haben wir noch den Page der Münzen. Das ist ja der, der wirklich erst lernen muss. Und dann wird er zum Ritter der Münzen, der stetig und beständig Arbeit reingibt. Und irgendwann wird man zum König der Münzen. Und vielleicht möchtest du zum König der Münzen werden oder hast mit so einer Person zu tun, die dir eben sagen kann, wie es geht. Und das kann hier für dich absoluter Wendepunkt reinbringen und eine schnelle Entwicklung, eine Weiterentwicklung. Hier haben wir noch das Kind, ne? Hier ist ja noch das. Das, der Anfänger im Grunde. Und hier haben wir den Erwachsenen, dass etwas in die Reife kommt und du hier ziemlich schnell aus einer anstrengenden Phase rauskommst. Ritter der Kelche verspricht dir einen Support, eine Mega-Unterstützung, etwas, was dir sehr viel Freude bereiten wird. Und der Stern sagt dir Erfolg, Gesundheit, Wunscherfüllung, all die positiven Dinge, deine Vision, die du dir hier erfüllen möchtest, könnte hier jetzt in Erfüllung kommen, ja? Also, könnte hier wirklich jetzt eine Person eine Rolle spielen, auch für dich? Wir schauen mal, wo kommst du her? Der Magier. Oder vielleicht geht es auch, dass du auf die richtigen Dinge dich fokussieren darfst, ne? Schreibe deine Geschichte neu, lebe deine Wahrheit. Guck mal, da zeigt sich die Königin der Münzen, ne? Pendant zum König. Die ist natürlich eher so die unterstützende Energie, so eine mütterliche Energie, die sorgt dafür, dass die Finanzen stabil sind, dass du dich in deinem Selbstwert sie auch richtig siehst und wahrnimmst und gut um dich sorgst. Also gesundheitlich, finanziell, in allen Angelegenheiten, die, wo es um dein Wohl geht. Sie steht auch für Fruchtbarkeit. Da haben wir hier das Häschen auch drauf. Na, sie ist ja erdverbunden und ja, das Nähren kommt mir hier wieder. So wie beim Kessel auch. Ja, also was willst du in der Welt sehen? Sie ist ja auch diejenige, die dem, mit dem Magier ganz arg verbunden ist. In dem Tarot hier haben die sogar die gleichen Farben. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt auf die Schnelle so finde, aber die sehen sich sogar von den Farben sehr ähnlich. Und das deutet darauf hin, dass die auch arg miteinander kommunizieren, also zusammenarbeiten. Ja, sie ist diejenige, die ihm sagt, was sie in der Welt sehen möchte, und er setzt das um. Und diese Energien wirken jetzt förderlich für dich. Dass wenn du genau weißt, was du willst und dich jetzt auf die richtigen Dinge auch ausrichtest, ja, dann kannst du eben hier, und das natürlich mit einer gewissen Bodenständigkeit und Ausdauer und Beharrlichkeit, die Münzenergie, ne, das ist so die Langfristigkeit und vor allem eine gewisse Verpflichtung auch darin sehend. Also nicht heute mal so und morgen so. Ach, da ist er ja. Guck mal. Schau mal. Wir haben beide diesen roten Umhang, ne? Und diesen gelben Hintergrund, also sehr ähnlich. Sie hat auch so ein weißes Oberteil an. Er hat auch ein weißes Oberteil. Schon eigentlich, dass sie nicht die liegende Acht hier drauf hat, sondern die ist, glaube ich, auf der Löwe-Karte. Ja, wollte ich dir nur mal zeigen. Okay, was ist hier der Rat? Kann ja auch um dein Zuhause gehen, dass du dich hier auf Dinge fokussierst, die dein Zuhause und deine Stabilität, deine Gesundheit oder deine Finanzen anbetrifft. Ja, in den Münzenergien sind halt viele Energien, aber die Königin der Münzen deutet auf Unterstützung. Also kann auch eine weibliche Person sein im Erdzeichen. Dann reden wir von Stier, Steinbock oder Jungfrau.
Ach ja, siehst du, Jungfrau-Energie, die hatten wir doch am Anfang hier, diesen Rückgang, diesen Rückzug, dieses sich zurückziehen und sich mit seiner Innenwelt beschäftigen. Was ist hier hilfreich? Upala. Ast der Schwerter. Ein klarer Schnitt, ein kleiner operativer Eingriff oder eine Entscheidung, einen Schnitt unter eine Sache zu machen, einen Strich unter eine Sache zu setzen, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Ja, oder die einfache die Entscheidung, jetzt hier gemeinsam einen Weg zu gehen, ja, mit jemandem zusammen. Ne, die Federstäbe hatten wir hier im Stapel auch schon und da zeigt sich die Jungfrau-Energie. Das ist ja spannend. Die ist ja echt so ein bisschen pragmatisch, ne? In dem Fall würde ich eher sagen, dass es sein kann, dass du dich hier aus einer Sache rauslöst oder es vielleicht sein kann, dass du dich aus einer Sache rauslöst, denn die Eremitenkarte deutet auch auf so ein Single-Dasein hin. Hier haben wir auch Energie von Rückzug, also zweimal Rückzugsenergien. Hier ist auch jemand alleine und eine Neuausrichtung. Also ich sehe hier wirklich eher jemanden, der jetzt hier in eine frische, neue Energie möchte, ein neues Gefühl reinkommen möchte und hier mit den schweren Energien ein Ende setzen. Und das ist hier das Rad des Schicksals, was sich hier wieder zeigt. Ah ja, mit dem Stern, das ist ja spannend. Die haben wir doch hier auch. Hatten wir doch hier auch das Rad des Schicksals und dann war doch hier ein paar Karten drunter der Stern. Ja, also die Eremitenenergie, Jungfrauenergie, die ist halt sehr pragmatisch, die räumt auf, die bringt Ordnung in die Dinge, die lässt sich die Dinge aber auch nochmal gut durch den Kopf gehen und überstürzt nichts, ne? Das sind sehr bodenständige Entscheidungen dann. Und sie sortiert halt aus, indem sie sagt, ist das jetzt hilfreich? Macht mir das Freude? Hier, mach es aus Freude oder lass los, dass du nochmal reflektierst für dich. In was möchte ich jetzt hier, mich, auf was möchte ich mich hier fokussieren? So. Wo führt das Ganze hin? Wo führt das Ganze hin? Was darf denn hier manifestiert werden jetzt? Mit einer klaren Entscheidung. Was wird hier manifestiert? Der König der Münzen. Ach, guck mal einer an. Ja, Königin der Münzen, Ass der Schwerter, König der Münzen. Vielleicht triffst du mit deinem Partner jetzt eine gemeinsame Entscheidung, eine zukunftsträchtige Entscheidung. Ne? Die Königin der Schwerter, die sagt, okay, wir haben hier ziemlich Tuba-Wu. Wir sehen hier Wolken, die hier hinten aufsteigen. Aber man behält hier einen kühlen Kopf und man regelt hier ganz pragmatisch die Dinge, ganz verstandesorientiert. Ja, dass man hier wirklich sehr klar in sich bleibt und dann Entscheidungen für die Zukunft trifft. Ach, der Kelche deutet hier darauf hin, dass man hier seinen Sehnsüchten folgt, dass man eine Situation verlässt, die einen nicht mehr erfüllt hat. Ja, das ist auch so die stille Trennung, also auch Kündigung, wenn es ja um einen Job geht. Und hier haben wir auch eine Energie von stiller Trennung oder Kündigung, dass man hier sich aufmacht zu neuen Wegen. Und der Ritter der Kelche bietet hier schon Unterstützung. Also du bist da auf jeden Fall nicht alleine. Schau mal, und da zeigt sich direkt das Ass der Münzen. Das ist diese Chance. Das ist diese Chance, die sich jetzt hier zeigt, dein Leben zu erneuern. Und dann haben wir hier langsames Wachstum und wieder zu Kräften kommen, Energie tanken, ja, selber wieder in die Stabilität kommen. So diese Energien sehe ich hier. So, was dürfen wir denn von den Lennys hierzu noch wissen? Was dürfen wir zu dem Magier wissen? Da geht es um eine Partnerschaft oder ein Herzensprojekt. Unterm Kardeck zeigt sich der Brief. Der kann auch auf ein Dokument, einen Vertrag hindeuten. Also, wie gesagt, muss jetzt keine Partnerschaft in Liebesdingen hindeuten. Ansonsten ist es der typische Liebesbrief. Na klar. Wir haben ja aber keine Kelchenergien, sondern Ass der Schwerter, was eher halt auf eine klare, verstandesorientierte Entscheidung hindeutet. Also denke ich, dass es hier eher darum geht, etwas vielleicht im Beruf oder Finanzen zu entscheiden, was in irgendeiner Weise auch mit einer Herzensentscheidung zu tun hat. Vielleicht geht es auch um ein Herzensprojekt und darunter haben wir etwas mit der Schlange. Die Schlange kann eine weibliche Person sein, die hier von außen, die dir vielleicht ein Dokument zukommen lässt, oder es geht um eine Thematik der Heilung. Ja? Heilung, was haben wir da drunter? Heilberuf, eine Ausbildung, ein Ausbildungsvertrag vielleicht, oder vielleicht eben auch ein Beruf, ein Arbeitsvertrag im heilerischen Beruf, sowas.
Und da haben wir wieder die Sonne. Das ist ja spannend, ne? Wieder dieses mit Lebensenergie. Also achte darauf, dass du da, wenn du dich beruflich irgendwie engagierst oder neu orientierst, dass dir das Freude macht. Dass du dich da nicht wieder auslaugst oder auslaugen lässt, sondern etwas findest, was dir wirklich Kraft gibt. Da haben wir das Buch. Könnte, wie gesagt, auch auf Schule, Bildung, Wissen, geheimes Wissen zu tun haben. Ja, Weiterbildung. Ja, sowas in der Richtung. Was dürfen wir noch wissen zum Magier? Ah ja, siehst du, da kommt diese unterstützende Energie. Das ist der Hund, der steht für Treue und Loyalität. Also du bekommst hier wirklich Unterstützung in dieser Angelegenheit. Da haben wir die Würfel, die stehen für Hoffnung und Glück. Ja, und auch so dieses Spielerische damit umgehen. Und hier haben wir eine ganz ähnliche Energie wie das Ass der Schwerter. Wir haben hier die Sense. Die Sense kann natürlich auch auf eine Ernte hindeuten, was natürlich sehr spannend ist mit dem Magier, weil der Magier ja hier die harte Arbeit in etwas investiert und dann kommt da auch wirklich was bei raus. Ja, das wäre natürlich super. Also, das musst du mir unbedingt mal, vielleicht erhoffst du dir hier mit einer Entscheidung eine gewisse Ernte. Hier haben wir auch dieses Energie, die Energie von Langzeit, etwas aus der Vergangenheit oder etwas, was eine lange Zeit in deinem Leben jetzt wirken soll. Und wir haben den Baum. Oh, das ist spannend. Der Baum spricht von deiner persönlichen Weiterentwicklung, aber auch von dem, ja, deinem Seelenort, da wo du verwurzelt bist, wo du aber eben auch für andere wirken kannst. Also auch deine. Ja, wie nennt man das? Deine Berufung, die steckt ja auch drin, deine Bestimmung, der Platz in der Gesellschaft, da wo du hingehörst. Ja, also nicht nur, wo du dich genährt fühlst, sondern wo du auch andere nährst. Lange Zeit vielleicht auch. Also etwas, eine, ne, wir hatten ja die Königin der Schwerter, die auch von Zukunft spricht. Gesundheit, Themen der Gesundheit, was dann auch mit einem Ende und einem Abschluss von einer anderen Sache hier. Sehr spannend. Das musst du mir erzählen. Also das sieht gut aus. Hier ist eine wirklich eine sehr, sehr positive, freundschaftliche, eine Ebene auf Herzensebene, eine sehr freundschaftliche. Vielleicht hast du einen Freund, der dir hier irgendwie hilft, beruflich hier eine Entscheidung zu treffen oder da beruflich etwas anzupacken, etwas anzugehen. Mit dem Page der Münzen könnte das hier auf sich so darauf beruhen, auf diese neue Möglichkeit, auf diesen Plan, diese Idee, die hier oder eine Idee ist es vielleicht, die du vorher gehabt hast, die da reinkommen soll. Sehr spannend. So, abschließend werde ich für dich noch mal eine Orakelkarte springen lassen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Was haben wir denn hier noch nicht auf dem Tisch? Ich wollte die gleichen nehmen. Nehmen wir heute mal die von der. Sag schon. Na, ach, ich heute antworte. Ich muss euch sagen, ich habe ein total aufregendes Wochenende hinter mir und ich musste mich erstmal davon erholen. Ich wollte eigentlich zelten und unterm Strich habe ich die ganze Nacht im Auto gelegen, auf dem Fahrersitz und habe kein Auge zugemacht, weil es so stürmisch war, dass ich Angst hatte, dass uns da was auf den Kopf fällt. Deswegen sind wir ins Auto geflüchtet. Aber da war dann auch noch ein Fest und das war bis morgens um 4. Das war laut und stürmisch und ich habe eigentlich überhaupt nicht geschafft. Dann hatten wir noch eine Autopanne und mussten das Auto und uns abschleppen lassen. Und das war heute echt. Zum Schluss ist noch die Kühlbox runtergefallen und Gläser zersprungen. Ach, es war irgendwie, musste ich mich erstmal erholen davon jetzt. Deswegen bin ich auch so spät dran mit der Legung, ja. So, jetzt aber. Nochmal hier so einen klärenden Gong und jetzt geht's los. Eine abschließende Botschaft für die kommenden 3 Tage. Ui, die kam mir hier rausgeschossen. Das magische Gebet mit der 32. Und das lege ich mal hier zu dem Magier. Die 3 und die 2 deutet ja für mich jetzt auf das dritte und das zweite Haus hin. Da sind wir im Bereich der Kommunikation. Das ist diese Energie, die wir hier haben. Worte, Gespräche. Gedanken, alles, was so in dem Bereich sich bewegt. Und mit der 2 sind wir im zweiten Haus des Stieres. Das ist diese Erdenergie. Ja? Da geht es um Leben genießen, eine Grundlage schaffen, einen neuen Nährboden schaffen, aber den auch hegen und pflegen und nähren, Projekte nähren, Beziehungen nähren. Worauf fokussierst du dich? Freundschaften können das auch sein.
alles das, was dir Freude bereitet, dass du diese Dinge nährst in deinem Leben. Und dazu gehört natürlich auch die Dankbarkeit, ne? Dankbarkeit ist eine der höchst schwingenden Energien, die dir dazu helfen, immer in einer ja, positiven Ausrichtung zu bleiben. Und insofern, ich bin ganz dankbar, dass uns nichts passiert ist und dass wir heil nach Hause gekommen sind. Und ja, das hat jetzt einige 100 € gekostet, die Fahrt, eine Stunde von zu Hause entfernt. Ja, aber gut, wir sind alle dran, Arme, Beine, Kopf noch dran, also wir sehen es positiv, ne? So, das magische Gebet. Sprich deine Gebete, lausche auf die Antworten und handle voll Vertrauen. Wenn du diese Karte ziehst, so ist dies eine Bestätigung, dass deine Gebete eine Antwort finden werden. Das göttliche Prinzip ist immer für dich da, um dir zu helfen und dich zu heilen, wenn du in Not bist. Dabei lautet das Beste aller Gebete, dein Wille geschehe durch mich, nicht mein, sondern dein Wille geschehe durch mich. Durch Gebete und Meditation stellst du eine bewusste Verbindung mit einer höheren Macht her. Sprich zu der göttlichen Schöpferkraft und vernimm die Antworten. Lege deine Wünsche und Sehnsüchte in die Hände des göttlichen Prinzips. Vielleicht bekommst du nicht, was du dir ersehnst, sicherlich aber, wessen du bedarfst. Deine Bestimmung wartet auf dich. Solange du die bewusste Verbindung mit einer höheren Macht aufrechterhältst, bist du sicherlich auf dem richtigen Weg. Umgekehrt, hemmungsloser Eigenwille kann dich in Schwierigkeiten bringen. Wenn du diese Karte in umgekehrter Lage erhältst, so ist dies ein Zeichen, dass du irrtümlich glaubst, dein Weg sei der einzig mögliche. Führt dich dein jetziger Weg vielleicht zu einem Ort, an dem dir nur Reue bleibt? Oder gehst du einer Sache nach, die einfach nicht gut für dich ist? Wenn dem so ist, wartet eine schmerzvolle und einsame Lektion auf dich. Vielleicht ist dies der richtige Zeitpunkt, ein Gebet zu sprechen oder über dein höchstes Wohl und das allerhöchste Gut zu meditieren. Das göttliche Prinzip hat vielleicht andere Pläne mit dir. Sei gewiss, dass diese besser sein werden als alles, was du dir auszudenken vermagst. Ja, die Botschaft ist mir übrigens hier auch reingekommen. Dass hier mit der Wespe, ne? Wenn jetzt hier das Leben sich so ein bisschen von der unangenehmen Seite zeigt, manche Dinge sich vielleicht nicht so erfüllen, wie du dir das vorgestellt hast, dann wisse, es wartet noch etwas viel Besseres auf dich. Und gerade Merkur, ne, der bringt uns halt an dem Punkt, dass er uns Dinge vor die oder Themen vor die Füße wirft, wo wir vielleicht in der Vergangenheit nicht Verantwortung für übernommen haben, wo wir die Themen vor uns hergeschoben haben, uns denen nicht stellen wollten, weil es halt unangenehm ist oder weil wir damit erkennen hätten müssen, dass wir da eine ja, Gewohnheit loslassen müssen oder ein Umfeld loslassen müssen. Und das kommt aber immer wieder, ne? Das ist so der Mond, die Wiederholungen, damit du jetzt endgültig diesen Schritt in deinem Wachstum gehst und die Lehre daran erkennst. Und sagst, danke, dass ich jetzt diese Chance habe, mein Leben zu erneuern, auch wenn mich das jetzt große Kraft kostet. Aber du wirst dann an einem besseren Ort, in eine bessere Situation kommen. Also das im Grunde diesen Segen darin zu erkennen, so blöd das jetzt alles ist. Aber wenn du da durchgehst, ohne jetzt in Groll zu verfallen, sondern die Gunst da drin zu sehen, das Geschenk da drin zu erkennen, dann kannst du die Dinge für dich jetzt in eine total positive Richtung bringen. Und das ist das mit Ursache und Wirkung. Mit welcher Energie gehst du rein? Und das entscheidet natürlich auch, was hinten bei rauskommt. Hier wartet auf jeden Fall eine Neugeburt auf dich. Und ich bin mega gespannt, was du mir hier berichten wirst, welche Wunde du für dich ja erkannt hast. Was ist das Gefühl hinter diesem, ja, was dahinter steckt? Was ist jetzt vielleicht auch die Lernaufgabe, die hier jetzt gerade für dich dahinter steckt? Ja, jo, okay. Na dann wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und lass es dir gut gehen. Bleib schön gesund und ich freue mich über dein Like und dein liebes Kommentar. Vielen lieben Dank auch für dein kostenfreies Abo, was du da gelassen hast. Ich hoffe, du hast auch die Glocke betätigt, dass du immer informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, dann freue ich mich, von dir zu hören. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.